Das ist 2712, Einrichtung von eingezäunten Hundeparks. Da ist ein Einreicher, Herr Lazinski, hat das Wort, kann das heute Abend zum finalen Punkt uns nach nahe bringen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Dresden ist eine wachsende Stadt. Doch Dresden wächst nicht in der Fläche, sondern lediglich in der Einwohnerzahl. Die Konsequenz ist eine zunehmende Verdichtung der Bebauung und immer weniger naturbelassene und natürliche Räume. Da unser Baubürgermeister hierbei die Strategie ausgerufen hat, vor allem die Innenstadt immer weiter zu verdichten, fallen immer mehr einst grüne Wiesen den Neubauten zum Opfer. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen aus dem Umland nach Dresden. Und proportional dazu wächst auch die Anzahl der Hundehalter in Dresden. Durch das Halten von Hunden in stark urbanisierten Gebieten ergeben sich dann zahlreiche Konflikte. So ist es beispielsweise nahezu unmöglich, in den Stadtgebieten mit Leinenzwang größere Hunde so auszuführen, dass man hier von artgerechter Haltung sprechen könnte. Die logische Folge ist, dass Hundehalter, denen das Wohl ihres Tieres am Herzen liegt, zweimal am Tag mit dem Auto aus der Innenstadt in Richtung Elbwiesen oder in die Heide fahren, um dort ihre Hunde den Auslauf zu geben, den sie nun mal benötigen. Wir als AfD-Fraktion sehen diesen Umstand kritisch, zumal er auch den Zielen des Verkehrsentwicklungsplans entgegensteht. Wir denken, dass wir hier mit dem hier vorgeschlagenen Konzept, so es denn realisiert werden würde, einen Teil dazu beitragen könnten, die artgerechte Tierhaltung in unserer Stadt zu verbessern und unnötige Wege mit dem Auto zu vermeiden. Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Vorschlag um nichts Neues. Es gibt bereits eine Vielzahl an Großstädten in den USA und in Europa, wo derzeitig Hundeplätze etabliert sind und auch sehr gut angenommen werden. Städte wie Prag und Budapest könnten hier als Vorbild dienen. Ich möchte mich abschließend ganz besonders bei Herrn Dr. Schulte-Wissemann für den sachdienlichen Beitrag bedanken, wenn er den Wegfall unseres Antrags, die benannten Hundesportgeräte letztendlich dazu führt, wenn unser Anliegen dann eine Mehrheit bekommt. Insofern bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Engel. Ja, ich will es ganz kurz machen. Wir haben ja im Umweltausschuss über die Thematik sehr umfangreich auch diskutiert und die Antragsteller konnten auf verschiedene Fragen uns dort auch tatsächlich keine Antwort liefern. Und ich möchte es auch kurz umreißen. Man kann ja gerne wollen, dass wir so etwas in Dresden schaffen. Aber dann sollte man doch zumindest auf Nachfrage, wenn man in so einem Ausschuss darüber diskutiert, auch mal ansatzweise erklären, wo das denn stattfinden soll. Ist doch nicht so, dass wir hier ein Portfolio von hunderten Hektar öffentlicher Fläche haben, mit denen wir bisher nichts anzufangen wissen. So ist es doch nicht. Das blanke Gegenteil ist der Fall. Wir haben auf öffentlichen Flächen einen ganz, ganz großen Druck, ganz viele unterschiedliche Nutzungserfordernisse und zum Teil ist es ja sogar so, dass die Verwaltung, wie sie hier hinter mir sitzt, intern schon immer heftig streiten muss, wer hat jetzt eigentlich Zugriff auf welche Fläche. Machen wir dort Naherholung, machen wir dort eine Schule, machen wir dort sozialen Wohnungsbau. So, und das sind doch Konflikte, die muss man sich doch auch bei einem solchen Antrag stellen. Und da wurde nicht ansatzweise benannt, wo eigentlich tatsächlich da auch solche Flächen liegen soll. Und es wurde auch nicht beantwortet, wer das eigentlich auch konzeptionell umsetzen soll. Weil der GB7 ist dazu derzeit personell auch nicht wirklich in der Lage. Das wurde sehr klar im Ausschuss auch dargestellt. Und da, dementsprechend gibt es aus meiner Sicht auch keine Grundlage dafür, diesem Antrag jetzt hier so zuzustimmen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, der Antrag von uns durch meinen Kollegen Lazinski eingebracht ist ein Konzeptantrag. Es bedeutet nicht, das soll dort oder dort passieren.
Es bedeutet, es soll erstmal ein Konzept entwickelt werden, was die Stadt machen soll. Es ist sozusagen ein Anfang des Anfanges. Und das schon gleich wegzubügeln, das wird die Hundebesitzer in Dresden nicht wirklich freuen. Aber, liebe Hundebesitzer, Sie wissen, wer Ihr Freund ist und Sie wissen, wer nicht Ihr Freund ist. Vielen Dank. So, liebe Hundefreunde, wir kommen zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist ablehnend. Wer den, also den federführenden Ausschussbericht annimmt, lehnt den Antrag ab. Also, wer für den federführenden Ausschussbericht ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Und soweit wäre der federführende Ausschussbericht angenommen, der ein ablehnendes Votum zur Vorlage oder zum Antrag beinhaltet. Damit schließe ich 10:02 die Sitzung für heute. Wir sehen uns morgen und setzen mit der Stadtratssitzung fort. Einen schönen Abend. Vielen Dank.